Kann die Schabe auseinandernehmen. 2-2 Upgrade gegen 3-3 Upgrade. Aber ihr seht hier diese Überzahl an Einheiten. Hat noch keine weitere Expansion hier. Er hat die hier oben. Die fängt jetzt gerade an. Aber die hier ist jetzt ausgemeint. Und die hier läuft. Ja, aber er hat noch kein Gas genommen. Ist hier jetzt wirklich stark auf Mineralien. Kann jetzt hier aber sämtliche anderen Expansions hier oben, kann hier der Protoss noch expandieren, aber dann war es das. Und hier kommt ein Angriff, der könnte spielentscheidend sein, hält hier die anderen Schaben auf und ich denke, mit diesen vielen Immortals wird das kein Problem sein. Den hier wird er noch verlieren, wenn hier das Focus Fire stimmt. Nein, da kommt kein einziger Schuss. Ein Schuss auf diesen Unsterblichen, nein! Kann hier aber mithilfe der Mutterlisten die Vorhut ausschalten. Und naja, aber trotzdem drei Unsterbliche und dieser hier wird gleich fallen. Muss hier noch ein bisschen Schilde regenerieren. Und da kommt der nächste Unsterbliche. Noch weitere Warp-Ins hier mit Stalkern. 14 Schaben auf dem Weg. Aber, na, Schaben sind im Moment nicht gut. Also ich würde mir überlegen, mehr auf die Mutalisten zu gehen. Denn er sieht, woraus die Einheiten hier bestehen. Es sind Hetzer, es sind Unsterbliche und es sind Zeloten und es sind hier ein paar Protektoren drin, die aber wirklich jetzt im Schaden eher eine mindere Rolle spielen, wenn ich mir das mal angucke. Hier 4 gegen 16 gegen die Schaben, gegen 60 gegen die Schaben. Und die Immortals können hier gegen die Mutalisten nicht viel anrichten. Und er fokust hier auch jetzt sein Feuer auf die Mutalisten, denn er weiß, mit den Schaben kann er auf jeden Fall aufräumen. Aber diese Mutalisten müssen weg. So, das ist jetzt hier ein Angriff, der wird, denke ich, auch spielentscheidend sein, denn wenn hier Zeboran jetzt hier sich durchdrücken kann, dann ist diese Expansion hier tot und das sieht nicht gut aus. Denn ich denke, hier kann er sich durchdrücken. Die Immortals, einen wird er verlieren, aber der hier bleibt stehen. Das kann ich jetzt schon sagen. Man braucht hier 100 Schuss, 10 Schuss auf so einem Unsterblichen, bevor er überhaupt anfängt, Schaden zu nehmen. Vorher sind nur die Schilde unten. Da hilft natürlich auch kein 3er-3er Upgrade. Und jetzt hat er die Expansion hier verloren. Einzige Base, wovon er meint, ist die hier oben, genauso wie hier auch beim Protoss-Spieler. Und diese hier ist wirklich gefährlich am Boden. Und was hat er hier vor? Er hat genug Mineralien, um hier nochmal eine Expansion zu bauen. Darum sollte er sich jetzt endlich kümmern. Kann hier eine bauen, er kann... hier kommt er nicht hin, weil die Steine im Weg sind. Oh, die Expansion hat er halt gesehen wegen dem Proxy Pylon. Und das ist die einzige meinende Base. Und auch hier ist nichts zum Verteidigen. Und diese Schaden hier werden auch nichts daran ändern. Jetzt ist der Observer auf dem Feld. Das heißt, selbst sein Eingraben mit der Tunneling Claws wird ihm hier nichts bringen. Schönes Force Field. Kann hier die hauptsächlichen Armeen daran hindern, sich ordentlich aufzustellen. Und jetzt ist er hier zwischen Hammer und Amboss gefangen. Und wird hier, denke ich, auseinandergepflückt. Wie sieht's aus hier mit den... Wo sind die Drohnen hin? Wo sind die... Hat er die Drohnen hier zurück in seine Main geholt? Das sieht ganz so aus. Also, ist jetzt hier gleich, wenn sich... Ja, also die Brutstätte hier wird jetzt in die Knie gehen. Und das war's, was Expansions angeht. Und jetzt muss er hier aufpassen. Nur noch 200 Mineralien wert. Und hat nicht die Möglichkeit, mehr zu sammeln. Denn die Expansion ist ausgemeint. Die Main ist ausgemeint. Hier sein Gegner ist, fällt zwar auch ziemlich stark zurück. Aber... Jetzt ist er wieder drüber. Jetzt muss er hier was rausschicken. Hat hier noch so ein paar Mineralien in den Klauen von den Viechern. Aber jetzt muss er rausgehen und irgendwo was machen. Das war jetzt, denke ich, sein Todesurteil. Er morpht hier jetzt nochmal Zerklinge und einen Verseucher. Aber hat sich nicht darum gekümmert, hier irgendwo nochmal eine Expansion hinzukriegen, dass er noch weiter Einheiten bauen kann. Sondern hat sich jetzt hier wirklich noch die letzten 300 Mineralien aus der... Ja, aus der Hüfte geschnitten. Aber man sieht's, also hier Armee in Versorgung, gar keine Frage, das wird Zeboran nach Hause bringen, wenn jetzt hier nicht endlich ein Long Distant Mining kommt oder keine Ahnung. Er hat hier die Mineralien noch, im Moment ist kein Gegner in Sicht und der Extraktor steht hier noch, das heißt, er sieht es auch, dass da nichts los ist. Benutzt hier die Schaben allerdings, denke ich, als Angriffswaffen und das ist vor allem gegen die Immortals, denke ich, gar keine schlechte Idee, denn die Schaben Die fressen natürlich ein bisschen schneller als hier... Ja, Quatsch, die Drohnen fressen hier ein bisschen schneller als die Schaben. Und mit diesen Zerkeln kann er auch noch schön Druck machen. Und ja, Zeboran jetzt hier in der Verteidigung... Nein, nicht zurückziehen! Mehr Druck machen, mehr Druck machen! Nein, hier geht es jetzt zusammen. Und das war, denke ich, das Todesurteil für Darialo. Denn hier hauptsächlich alle Sonden sind hier hinter dem Force Fields gefangen.
Das heißt aber auch, dass hier kein Meat Shield zwischen denen hier steht. Und gerade als die Schilde unten sind, zieht er sich hier wieder zurück. Aber wohin ziehst du dich zurück? Da hättest du auch gleich weiter Druck machen können. Also das war, denke ich, hier dein Todesurteil. Hast hier total viele Schaden verloren. Also keine gute Sache. Und jetzt hier Long Distant Mining auch für Zeboran interessanterweise. Obwohl hier noch genug Mineralien sind, aber viel zu viele Sonden halt. Hätte er hier vorher Druck gemacht, guckt euch das mal an, hier noch 260 Leben auf dem Nexus, da hätte er gerade mal lieber nicht seine Schaben weggeschmissen, hier bei dem Kampf gegen die Stalker, denn das war aussichtslos, sondern hätte hier den Nexus ausgeschaltet, aber hier die Einheiten und, na, also das sieht nach einem Kampf aus, da Dariallo hier wirklich nicht mehr produzieren kann und dieser Nexus hier noch steht und die Einheiten werden da sein, bevor der Nexus hier gefallen ist. Das befürchte ich ganz stark. Fungal Growth hat er nicht. Er kann hier ein paar verseuchte Terraner. Doch, Pilzbefall hat er. Jetzt ist die Energie da. Und jetzt kommen die Einheiten. Und werden hier ja direkt auf die Schaben treffen. Und das war, denke ich, hier der Todesschlag hier für Dariallo. Kann hier nicht mehr raus. Kann sich eingraben. Ist der Observer da? Der Observer ist nicht da. Da ist der Pilzbefall. Allerdings, so toll saß der nicht. Und ich denke, hier wird er jetzt alles verlieren. Da kommt das GG von Dariallo gegen Zerboran. Also ein schönes Spiel. Mal was anderes als den Seven Roach Push, wo dann entweder der Gegner halt große Probleme hat. Es ist hier ein bisschen gewackelt. Allerdings würde ich sagen, Zerboran hier in der dominierenden Position die ganze Zeit. Denn Dariallo hat hier den Transfer nicht geschafft. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Transfer hat mir gefehlt in irgendwas anderes. Also, er hätte hier, naja, es waren nun mal Stalker, er hätte hier massig in die Mutalisten gehen können, er hätte das Burrow besser einsetzen können, früher einsetzen können, aber hier die ganze Zeit mit Schaben, obwohl der Gegner nur auf Unsterblichen und Stalkern war. Also, da hätten Zerglinge, denke ich, sehr viel mehr ausgemacht. Hat hier dann auch verpasst, seine Expansion wiederzunehmen, nachdem er die beiden hier verloren hat. Der Observer war hier oben, also, naja. Und Kritik an Zerboran, denn hier kommt niemand ungeschoren davon. Immortals. Viel, viel früher. Warum nur eine Roboterfabrik und keine Ahnung? Ich bin hier nämlich allwissend und ich bin immerhin Bronzespieler, hört auf mich. Nein, aber ganz im Ernst, also wenn ihr hier merkt, der Gegner geht hier total auf Schaden, da müssen die Immortals vorher kommen. Die Immortals machen hier so einen gigantisch ekligen Schaden gegen gepanzerte Einheiten, dafür, dass sie nicht allzu viel kosten. Ich glaube 100 Gas und ja 250 Mineralien. Zu dem Zeitpunkt im Spiel, guckt euch mal das Gas an. Also die Mineralien hätte er hier besser kriegen können, hätte er nicht so viele Sonden gehabt, die hier an viel zu wenig Mineral Patches sammeln. Aber da hätte er viel früher mit den Immortals Druck machen können und dann hätte das Spiel, denke ich, nur halb so lange gedauert. Danke fürs Zuschauen, ich bin Silent und ich bin raus.